Was erwartet Sie bei uns bei dem Thema des urbanen Datenraums? Kurz gesagt, eine neue Perspektive auf Begriffe, die in aller Munde sind. Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Home. Das beschreibt neue Möglichkeiten der Vernetzung, das beschreibt eine neue Rolle, die Daten spielen. In diesem Kontext spielt der Datenschutz eine sehr große Rolle. Datensouveränität muss gewährleistet sein, damit dann auch datenbasierende Geschäftsmodelle tatsächlich umgesetzt werden können. Aus dem Bereich, den unser Unternehmen traditionell adressiert, das sind Steuerungssysteme in Unternehmen, aus diesem Bereich kommend, haben wir ein Konzept kennengelernt, was dieses Thema der Datensouveränität direkt adressiert. Das ist der Industrial Data Space der Fraunhofer Gesellschaft. Wir haben uns dafür interessiert, dieses Konzept aus dem industriellen Kontext zu übertragen in einen Kontext gesellschaftlicher Relevanz, der also auch Städte, öffentliche Institutionen, letztlich auch uns als Privatpersonen, als Bürger einbezieht. Und wir haben uns dafür interessiert, wer bearbeitet dieses Thema am ehesten jetzt schon in der Metropolregion, der Verein Geonet MRN. Wir haben eine Kooperation mit Geonet aufgesetzt, um dieses Konzept des Datenraumes hier tatsächlich in der Region zu verproben, zu diskutieren. Und genau das ist Thema am 23. Januar. Quasi ein Werkstattbericht, wo stehen wir in der Diskussion, in der Umsetzung, in der Verprobung dieses Konzept des urbanen Datenraums. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen, am 23. Januar im Urban Innovation Center Kurfürstenanlage 58. Vielen Dank.